Nach 18 Monaten Bauzeit wird das Planetarium am 14. Februar wiedereröffnet. Und das ist neu. Im Foyer stapelt das Planetarium tief. Es kommt ein Erdgeschoss hinzu, über das das Gebäude jetzt auf Stadtparkniveau erreichbar ist. Die Umbaumaßnahmen bringen siebenmal mehr Raumvolumen als bisher. Auf den 1200 Quadratmeter mehr Nutzfläche gibt es auch einen neuen Gastrobereich und einen zweiten Fahrstuhl. Das gesamte Planetarium ist nun barrierefrei. Das Herzstück bleibt der Sternsaal. Unter der 21 Meter breiten Projektionskuppel liegen die Besucher in neu gepolsterten Sesseln und können die Sterne schärfer beobachten als je zuvor. 5 Hochleistungsprojektoren lassen den Nachthimmel in einer 8K-Auflösung erstrahlen. Dieses Bild ist 4-mal schärfer und 4-mal heller als zuvor und kann auch in 3D mit 60 Bildern pro Sekunde gezeigt werden. Hinzu kommt ein 3D-Sound. Diese Technikkombination ist nach Angaben des Planetariums weltweit einzigartig. Als erste Show wird die preisgekrönte Produktion Wir sind Sterne über den künstlichen Nachthimmel flackern. Bilder des Trailers sind hier zu sehen. Weitere Shows und Programmhighlights finden Sie auf der neu gestalteten Homepage des Planetariums unter planetarium-hamburg.de.